Did you like it? I'm joining the Kojima World Order as of right now. Bam, 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 this is fucking stupid shit. This is fucking horse shit. It's a long way down. If only I had a rope. Should be able to use that rope I got. What are you going to do? Take on a hide with your bare hands? Hatte ich vor. Jetzt gehörst du mir. Dann packen wir doch mal das Seil aus. Und lösen die nächste Cutscene aus, bevor er uns abknallen kann. Ja, geht auch nicht ohne. Selbstverständlich nicht. Aber das Beste kommt noch. The best is yet to come. Here's how to repel. Ja, danke, Colonel. Press the A button to kick away from the wall. Also jetzt ernsthaft, danke Colonel, denn ich habe gerade schon auf ein paar Buttons rumgetippt und wusste nicht mehr genau, welche die Sprungtaste hier war bei Twin Snakes. Ja, dafür haben wir keine Zeit, denn wir haben hier die Griffanzeige. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wenn die Griffanzeige leer geht und wir nicht einen bestimmten Punkt für die nächste Cutscene erreichen, ob wir dann sterben. Ich will es jetzt auch nicht rausfinden. Ist vielleicht meine Hausaufgabe für euch da, falls ihr zuschaut. Vielleicht habt ihr ja schon mal die Erfahrung gemacht. Au. Lala. Ist kaum Gas hier eigentlich, also. Ja genau, spring besser, Snake. Ah, haben wir es gepackt. So, das ist die Tür, die wir eigentlich hätten... auf dem Fußweg da gehen können. Ah, egal, ich... ich glaube, hier lösen wir eh mal Alarm auch aus, auch wenn wir mit dem Dingesgewehr da schießen. Von daher ist das keine Rolle. Spielt das keine Rolle. Also nehmen wir einfach mal die Nikita-Raketen, weil wir es können. Ist auch einer dieser Alarmphasen, die nicht dazu zählen, die zwar angezeigt werden, aber die nicht dazu zählen, weil er zählt alle Alarmphasen am Ende der Statistik, aber die zählt nicht dazu, wenn man ein Big Boss Ranking haben will. Wie alle anderen auch, werden geskriptete Action Szenen dazu kommen. Und hätte ich fast vergessen. Body Armor.
Ah. Lalala. Tschüss. Wow. Stinger-Rakete. Exzellent. Gute alte Stinger-Raketen. Wir müssen ja jetzt eigentlich nach unten, ne? Also aufs Dach wollen wir eigentlich nicht. Das wäre ja praktisch Selbstmord. Und dann nehmen wir doch mal einfach den Fahrstuhl. Und der Weg hier ist ja durch unüberwindbare Kisten versperrt. Hä? Der Fahrstuhl geht wohl nicht. Oder was heißt das? Ah, okay, dann müssen wir wohl doch die Treppen nehmen. Wenn der Fahrstuhl nicht geht, kommt man über die Treppen meist zu spät. Geht spät. Reimt sich doch, oder? Ja, geil. Was soll's? Ah. Verdammt. Ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt ein Problem. Oracorn, was meinst du? Snake, I'm heading your way. Hä? What are you talking about? There's something I've got to ask you. Well, what is it? Hmm. Well, you see, I'll ask you when I see you. Bye. Wait a minute. Muss wohl was Wichtiges sein, wenn er mir das nicht am Codex sagen kann. Nur, wie kommen wir jetzt hier weiter bei diesen, mit diesen unüberwindbaren Kisten? Aber damit kommen wir eh nur aufs Dach für, hä? Was war das? Ist da jemand? Da ist doch jemand. Don't shoot! It's me, don't shoot! It's me, Snake! Otacon, how'd you get here? Well, it wasn't as dramatic as your entrance, believe me. I'm afraid of heights. Ah, you were watching? Yeah, I was watching. I was riding in the back of their truck, thanks to the stealth camouflage. The truck half started to move. How did you get up here? The elevator, of course. Because of the first floor of the circular staircase was destroyed. That's why I took the elevator. The elevator was working? Yeah, that's right. Seltsam. You're incredible. Like a movie hero or something. No. Yeah. You're wrong. In the movies, ich kann auch dieselben Stunts ausführen. You mean Meryl? Sorry. Forget I said anything. Snake, there's something I've really got to ask you. It's why I followed you up this far. Have you ever loved someone? Welch passende Frage. That's what you came to ask. No, I mean, I was wondering if even soldiers fall in love. What are you trying to say? Do you think love can bloom even on a battlefield? Yeah, I do. I think at any time, any place, people can fall in love with each other. But if you love someone, you have to be able to protect them. I think so too. Naja, im Idealfall können die sich ja auch selber schützen, ne? Sollten sie. Uh-oh. Don't worry, it'll be easy. I told you before, I won't hurt anyone. I don't want you to. Okay. The elevator is stopped down there. I want you to get it to move. You see?
That's weird. It was working before, but now it isn't. Maybe the panel's broken. Can you fix it? It was working before. If it's the mechanism, leave it to me. I've gotta go and swat a noisy fly. Okay. I'll stay here and hold the fort. Good luck. You really look like hell. Are you okay? Don't worry. If I do this, it doesn't matter. I just pretend like I'm not here. And then I'm not scared. Seltsame Logik. Strange logic. I'm counting on you. Tja, dann gehen wir doch mal Fliegen klatschen, würde ich sagen, ja? Also denn. So, und wir müssen hier vorsichtig sein, denn wir haben es hier mit einem Haufen Überwachungskameras zu tun, die wir aber locker leicht ausschalten können. Sollten nur nicht unvorsichtig werden und in eine reinlaufen. Das könnte ungesund sein. Zumal da jetzt auch mit jedem Mal immer ein paar mehr hängen. Upsala. Ach egal. Haben wir mal ein Magazin leer geschossen und sehen mal die Nachladeanimation. Toll, ne? Haben wir ein leeres Magazin dafür in unserem Inventar, mit dem wir Soldaten ablenken können. Ja, okay. Die sind gut. 40, ja. Ist ein guter Vorrat. Der hilft uns auf jeden Fall weiter. Denn, andere Waffe wird uns wohl kaum helfen für das, was jetzt uns bevorsteht. Spoiler-Alarm. Wir kämpfen jetzt gegen einen Helikopter. So, the snake's finally come out of his hole. Are you ready now, my brother? Why are you calling me brother? Who the hell are you? I'm you. I'm your shadow. I am your shadow. What? The true Mark self. The father that you killed. I'll send you to hell to meet him. Wollen wir doch mal lassen, ne? Außerdem habe ich ihn schon auf dem Schlachtfeld getroffen, also quasi in der Hölle. Nun denn.
könnte ein etwas längerer Kampf werden. Oh, das ist selber. Das ist der Plan. Mein selbst das stärkste Fluggerät kann nicht unendlich viele Treffer von Raketen einstecken ohne sichtbaren Schaden. Feuer. Ja, ja. Weiß nicht, aber irgendwie hört er sich. Ja, das hört sich nicht an wie eine versteckte Nachricht. Ne? Naja, irgendwie hört er sich im Deutschen lustiger an, wenn er da getroffen wird. Und das funktioniert nicht. Stehe ich vor deiner Nase, Dude? Ich weiß gar nicht, wie es so schwer ist, einen zu verlieren, wenn man die ganze Zeit nur auf diesem nicht gerade überdimensional großen Dach hier steht. Oder will er mich nur verarschen? Könnte natürlich auch eine hinterlistige Taktik sein. Er sagt, wir wissen nicht, wo er ist, dabei weiß er es die ganze Zeit und plant einen hinterhältigen Überraschungsangriff. Das ging vorbei, schade. Ja. Vor seiner Nase zu tanzen ist nicht die steilste Idee. Die, ja. Shit. Das war nicht unbedingt clever. Ach Mann. Ja, diese übersensitive Steuerung. Oh, verliert da jemand etwa das Vertrauen in seine Maschine? Er pfeift doch aus dem letzten Loch. Dieses Rattern da hört sich auch nicht mehr ganz gesund an. Wenn Sie einen Gott haben, an den Sie glauben, sollten Sie langsam anfangen, zu ihm zu beten. So, eigentlich ist das jetzt nicht fair, dass er noch da rumschwirrt, denn seine Lebensenergie ist alle. Und wie sollten Sie, dass wir hier wegkommen? Uiuiuiui, qua, boah, ja, bada. Achtung, lächerlich, extrem lächerliche Szene. Incoming. Ja.
Ja. Ich finde nicht mal, dass das cool aussieht. Ich meine, Snake hat sicherlich... Ja, Snake hat viel drauf, ist Infiltrationsspezialist, aber... Er kann nicht aus dem Stand 30 Meter in die Höhe springen. Und überhaupt, wenn er sich mit Füßen von einer Rakete abstützt, explodiert die Rakete dann nicht? Der Spruch ist eigentlich cool, aber... Ich krieg irgendwie mal das Kotzen, wenn ich diese Szene sehe. Naja. Snake, the elevator's working. Oh yeah. You fixed it? No, that's the weird thing. It just moved by itself. It's headed your way now. Is that so? Okay. That explosion before, what was it? Oh, I had to take out that helicopter. Helicopter? That's incredible, Snake. Listen, I just want to make sure again. This is the way to get to where Metal Gear is being stored. Yeah. The entrance to the underground maintenance base is towards the back of the snowfield ahead. Okay. Find a safe place to hide out for a while. I'm going underground. I know. You don't have to tell me. And stay out of my way. Don't try to be a hero or anything. Okay. Call me if you need to. Genau, denn der ganze Ruhm soll ja mir gehören. Da soll bloß niemand anders den Helden spielen. Ah, okay. Eine Gefahrenquelle weniger. Und da liegt auch noch was. Eine Bandage. Und dann dürfen wir jetzt mal wieder den ganzen Turm runterkraxeln. Das Schöne ist aber, diesmal werden uns keine Überwachungskameras in den Weg kommen. Das heißt, wir können, nachdem wir hier nochmal schnell nach Items schauen, obwohl hier war ja nichts mehr, da ist das auch eigentlich egal. Wir können jetzt hier ganz gemütlich die Treppen runter stürmen. Und da der Fahrstuhl ja wieder funktioniert, können wir ja nun auch endlich ins Erdgeschoss dieses tollen Sendeturms hier fahren. Und kommen dann endlich an unserem lang ersehnten Ziel an. Der Wartungsbasis von Metal Gear.